Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe Pläne, Leute. Ich habe Pläne. Also, hier die Rakete. Wir haben übrigens ganz kreativ. Wir waren hier drüben. Sind hier reingegangen. Und wisst ihr, was wir rausgekriegt haben? Kaffeebecher, Kaffeebecher, Kaffeebecher. Das ist das Symbol, was mir angezeigt wird als, hey, terroristisches Artefakt. Ist es aber nicht. Also bleibt die These, wir müssen es mal an einem Planeten holen. Erklärt zwar nicht, warum wir es bisher immer noch nicht haben, aber nun gut. So, das heißt, diese Rakete, die ihr jetzt hier seht, mit allen drum und dran, ne? Ich muss da nochmal kurz rein. So schön sie auch ist und so gern ich sie auch habe. Einstellung übernehmen. Wir füllen das hier. Und ich sage dem jetzt 1. Oh Gott, hier habe ich Wasser drin, ne? Mal eine kurze Frage. Ich frage für einen Freund. Alles, was hier drinne gebaut ist, wenn ich das abreiße, kriege ich das als Ressource? Also wenn ich die Rakete abreiße, kriege ich das als Ressource wieder nach unten? Ich meine ja. Aber ich bin jetzt beim Wasser und Pflanzen und einigen Sachen gerade nicht so sicher. Ich meine, wir finden es gleich raus. Ich gehe aber bei ein paar Sachen jetzt gerade einfach sicher. Sowas wie Samen und Eisen und Kupfer, was hier liegt. Also was nicht verbaut ist. Ja, wenn du Clyde traust. Ich traue Clyde nicht. Das ist es ja gerade. Ich weiß, dass sie da ganz gerne machen. Weil dann würde ich das Ding gleich einmal komplett einstampfen und dann Jessie nehmen und sie mit der allerersten Rakete. Guck mal, die ist so süß. Da ist einfach gar nichts mehr drin, ne? Die hat nicht mal Ausgänge. Da liegt sogar hier oben noch der ganze Shit. Und die schicke ich nach Hause und die reise ich auch ab. Und dann schicke ich Jessie zum Erkunden. Denn der Plan lautet anscheinend, und die wird sich wahrscheinlich einmal einpinkeln. Das ist nicht der Plan, aber weil hier noch eine alte Wandtoilette ist anstatt einer normalen Toilette. Ich könnte das auch einfach umbauen, ne? Hätte auch einfach den Bleistein weglassen können. Egal, passt schon. So, Essen ist drinne. Alte Stoffmasken sind drinne. Habt ihr alles umgetragen, was hier drin? Oh Gott, da war aber jemand glücklich. Halleluja. Oh, wir haben wieder einen neuen Blueprint. Ist mir gar nicht aufgefallen. Sweet Eier, nice. Ich weiß auch gleich, wo die hingehen. Ich muss hier drinne Schwefel... ich muss ein bisschen Schwefel anbauen. Hey, wir haben hier wieder neue Sweetle-Eier. Sehr schön. Ich habe mich irgendwie die Sweetle-Eier verpennt. So. Ich habe hier Schwefel. Ich hatte das schon nachgeschaut. Da, Schwefel. Nee. Entschuldigung, habe ich gar nichts. Hatte ich hier Schwefel? Irgendwo hatte ich Schwefel. Zeig alles. Genau, hier die Schwefel. Genau, da müssen wir uns was rüberschicken. Da war doch was. So, Schwefel ist Gott sei Dank verschiedenes. Hau rein. Ich wüsste jetzt gerade 9. Nee, 6 reicht. Schick mal Schwefel rüber. Ich muss da mal hinten ein bisschen was loswerden. Ja, hier habe ich das Power Grid etwas schöner gemacht. Man sieht das auch gleich. Ich habe hier das verbunden und da hier so wenig ran ist, habe ich hier den Cluster noch mitgenommen. Hier habe ich das gerade ein bisschen aufgeteilt, dass da überall so ein bisschen passend verteilt ist. Ne, weil, war halt hässlich. So, jetzt sitze ich gerade dabei. Ich habe festgestellt, ich muss meine Glasschmiede umbauen. Denn ich hatte davor meine Glasschmiede, liebe Freunde, mit einem Förderschienenbelader. Und zwar so. Und ich dachte immer, der Förderschienenbelader muss hier vorne rein. Anscheinend muss der Lump von hinten ran. Und ich weiß nicht, warum. Aber dann dachte ich mir jetzt so, alles klar, du willst den Krieg, kannst du haben. Kriegst du halt da den Shit hin. So. Ne? Hier kommt jetzt einer hin. Da kommt einer hin. Und hier oben kommt einer hin. So, und da muss ich auch noch... Ich glaube, es ist ein Veredler, dieser blöde Kohlenpott. Genau, der Brenntopf da. So. Dann kommt hier noch ein Brenntopf hin. Damit der auch noch bestückt wird. Dann kommt hier noch für alles an Deko. Und dann kommt hier tatsächlich, weil hier so viel hässlicher Shit ist, da auch noch ein Podest hin. So. Danach muss ich die Linien neu ziehen. Okay, du, mein Freund, da rein, da rein, da rein. So. Und dann schauen wir mal, ob das alles so hinhaut.
Denn ich habe ja hier, bin ich gerade dabei, mein hässliches Wirrwarr. Ihr seht das, das ist nicht mehr schön. Das will ich jetzt einmal sauber haben. Ich will hier meine drei schön sauber langlaufen lassen. Der hier oben soll leer werden. Dazu muss ich das Sand aber erstmal wegkriegen. Eigentlich soll dazu der Glaskram ganze laufen, aber... Oh well, schauen wir mal. Also mein Plan. Hier, Renolin, ja, bis auf, dass ich jetzt hier Schwefel rüber schicke, ist ja jetzt gerade nichts passiert, damit ich die Tiere auch ein bisschen anfüttern kann und sie mir nicht versterben. Hier ist soweit alles in Ordnung. Hier ist halt echt nichts groß passiert, ne? Also da ist gerade nicht mein Fokus drauf. Hier eher, dass ich die Raketen jetzt sauber wegkriege. Okay, das sieht gut aus. Hier ist alles raus. Hier ist Wasser drin. So, jetzt schauen wir mal. Abriss. Na, kann ich einfach auch... Das wird ein Spaß. Schauen wir mal, ob ich alle Ressourcen da rauskriege. Hier unten liegt schon mal Stahl. Gasfrachter, ja. Weil. Könnte man umleiten. ich wette dagegen, aber deine Dubs machen gerade was anderes, was? Okay, der Sauerstoff, der da drin war, ist jetzt... Ah, der nimmt die Wärme hier von den Leitern auf. Okay. Interessant. Interesting. Jetzt muss ich in diese Rakete. Ich kann diese Rakete hochschicken und hier landen lassen. Das wird lustig. Okay, Besatzung. Es gibt nur Jesse. Ich schicke Jesse jetzt mit der Rakete hoch. Um diese Rakete. Startsequenz beginnen. Warum nicht? Achso. Wohin es gehen soll? In den Orbit. Hier landen. Das ist heiß. Das war mir klar. Wie heiß war es für Jesse? Sehr heiß. Okay. Jetzt kann ich das Stück nämlich hier endlich mal abreißen. Nice. Zeit, Vergangenheit. Einfach sich auch mal von der Vergangenheit zu lösen. Gott, dann kann ich das endlich abreißen. Dann könnte ich hier nachher irgendwann auch mal anfangen, sinnvolle Wohnungen hinzubauen. Nice. So. Warum ist da kein Sauerstoff? Okay, ich sehe warum. Ich brauche hier keinen Strom mehr. Und du, mein Freund, du bist aus. Ach, deshalb. Ja, dann hau rein, mein Freund. Zeit für Sauerstoff. Ja, du wirst wahrscheinlich erstmal alles andere voll machen. Ja, hier der eine Sauerstoffanzug, das ist klar. Aber das ist okay. Der wird dann automatisch irgendwann die Kasten hier voll machen. Weil den muss ich auf jeden Fall mit Sauerstoff voll machen, denn... Oh, wir haben keinen... Wir haben, wo, ich vergesse das mal. Wo sind die denn, die B- und Entlader? Lüftung? Naja, Gasraketen... Entladeanschluss. Der muss da noch hin, weil ich habe da noch... Scheiße, ich glaube, der muss auch an Strom, ne? Ja, der muss auch an Strom. Natürlich muss der an Strom. Weil einfach alles in dieser Welt an Strom muss. So, hier dahin und dann kannst du das Baba-Gas mal rauslassen, mein Freund, genau. Weil ich habe hier drinnen nämlich noch Kohlenstoffdioxid und Chlorgas. Das kann weg. Das will ich da drin gar nicht haben. So, und zur Glasschmiede. So, so. Wie weit haben sie gemacht? Nicht viel. Warum? Was machen meine Dubs denn? Können doch eigentlich gerade nicht viel tun. Plan ist, mit der Zuckerrakete hier zurückzukommen, die auch abzureißen, dann Jesse loszuschicken mit der schönen Rakete und wir erkunden dann, wir machen dann das Weltraum einmal komplett sauber und dann suchen wir uns die Planeten aus, wo wir landen wollen. Das ist der Plan. Und während
wir dann durch Weltall düsen, werde ich die erste Rakete hier runterholen, damit wir dann da landen können und dann hole ich das Ganze hier runter. Das ist mein Plan, den ich hier ganz gerne machen möchte. Schauen wir mal, ob wir das jetzt auch so hinkriegen. Mhm. Weil hier haben wir aufgedeckt. So, das heißt also, wir würden jetzt hier hinfliegen und dann immer hier Abbruch. Das wird Zeit, hier den restlichen Kram aufzuhängen. Vor allem, oh, muss ich dann auf Planeten den Scheiß auch noch finden. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Was war's? 7 Tonnen. Ach, 7000, schön. Ah! So, übernehmen. Zack, zack. So. Sollen die Dubs mal einsammeln. Genau. Den Schwefel können sie da reinbringen, den kann ich dann nämlich gleich droppen. Und dann lasse ich die Tür offen, dann haben sie was zu essen. Dann bin ich dann ganz happy mit. So, holen wir den Rest. Genau, den Rest kann ich dann stehen lassen. Alles geil. So, und den guten Jungen. Jetzt nehme ich nur beim Aufräumen. Da droppe ich das jetzt nämlich und sage dann so, ey. Junge. Genau, der könnte jetzt in Ruhe essen. Und nur beim Aufräumen. Und dann gebe ich den hier oben den Befehl, den Kram aufzuräumen. Und dann ist meine Tüte eigentlich voll. Dann habe ich hier irgendwie 600 Kilogramm Schwefel. Da liegt genug Schwefel. Meine Sweetles gehen nicht wieder ein. Mein Bonus-Buff bleibt bestehen. Alle sind happy. Oder? Ah, ich höre Sauerstoff. So, und hier alle nicht atembaren Gase raus. Ne, weil wir haben ja halt auch Kohlenstoffdioxid drin und so weiter. Ist nicht viel, aber ich habe keinen Bock, dass es drin ist. Also raus damit. So, kann ich das nämlich gleich danach auch abreißen, aber das war es mir dann in dem Fall halt auch einfach wert. Weil hier wird dann nie wieder diese kleine Rakete landen. Die fliegt nach Hause und dann geht's weg. So, apropos geht dann weg. Genau. Stromkabel kann gleich auch noch mit abgerissen werden. Sehr schön. Oh, mir fällt gerade ein, so ein Gasentlader habe ich, glaube ich, auch nirgendwo hier in meiner Kolonie stehen, ne? Komm, mach. Ich sehe den Zyklus, ich weiß. Frames. Kanisternleerer da. Why not? Hau raus. Da kommt dann gleich alles für CO2, für... Eigentlich scheiß drauf, eigentlich können fast alle Gase da rein. So, hier unten habe ich 1,5. Das ist okay. Hier habe ich noch sehr viel Wasserstoff, den ich mir irgendwann auch mal einfangen müsste. Hier ist alles gegeben. Hier fallen Dinge runter. Generell könnt ihr mal ein bisschen hier aufräumen. Ganz schön schludrig geworden, meine lieben Freunde. Ganz schön schludrig geworden, möchte ich mal sagen. Okay, der Sauerstoff kommt, weil ich will ja, dass Jesse auch irgendwie heile zu Hause ankommt. Da hilft ja alles nicht. Jesse, nicht Jesse, sorry. Saccharose. Na toll. Naja, gut. Wer braucht sie nicht, den guten Zucker? Wie passend. Ein neuer Blueprint. Oh mein Gott. Die höchste fucking Prio, die jetzt auch nur irgendwo geht. Flickster und Schmelzflickster, ja. Es ist passiert. Bitte lass sie nicht einfach wieder aus dem Nichts sterben, wie das Spiel sonst mit mir gemacht hat, um meine Gefühle zu töten und zu täuschen. Endlich. Da will ich sie jetzt sehen. Oh Gott, der ist noch aktiv. Das ist kein Problem. Den muss ich kurz deaktivieren. Der Räumer hat seinen Grund, weil die da eigentlich nicht hin sollen, aber... Also hier oben sind sie auch nicht gestorben, keine Sorgen, hier waren scharfe Slicks da drin, aber... So, jetzt hole ich mir das hier und mache das gleich nochmal. Zack. Komm, do it. Hol die Slicks da her, die haben eine Prio 7.
Genau, nimmst drei Sticks da ja und stellst sie da unten rein. Sehr schön. Und die können da jetzt schlüpfen. So wie sie es gehört. So. Okay. Also. Zähne. Zähne. Und jetzt das Wichtigste. Glas. Für immer. Oh. Und da fehlt noch was. Ohne Strom nichts los. Okay, warte mal. Für immer raus. Für immer muss raus. Für immer muss raus. Erstmal muss der noch angeschlossen werden, der gute Junge. Ich werde hier auch nachher Artefakte reinballern, ne? Das gibt auch definitiv Temperaturcheck. Wofür? Wofür? Wofür ein Temperaturcheck? In meinem Hotroom. 137 Grad. Und hier oben 125 reicht, um die Turbine leicht zu betreiben. Ich mag Hotrooms. Die Thematik dahinter ist einfach großartig. Nein! Ganz kurz Angst. Ganz kurz auch nur. Das nächste. Ach so. Ha! 138 Grad. Easy. Slickster, hier, check. Slickster Ei, freut sich. Komm, Enzyklopädie, öffne dich. Liebe Enzyklopädie! Keine, dann tippe ich's per Hand ein. Slickster. So, Slickster. Da. Komfortbereich bis 140 Grad. Überlebensbereich bis zu 160. Ich hab 138. Ich will aber die hier. Ich will Schmelzlixer. Das ist das, was ich will. So, Leute. Lass mich raten, ich habe wahrscheinlich in meiner Panik auch direkt den Stromabbau gecancelt. Natürlich. Wie sollte es anders sein? Panikfox hat direkt zugeschlagen. Okay. Dann können wir aber hier auch mal eine Runde aufräumen, denn ich sehe hier schon wieder ganz viel Scheiße. Da finde ich nicht so. Was macht hier der Check? Ist warm. Wundert mich nicht. Ist halt warm. Macht Erde. Aber Erde, 50 Tonnen. Sehr schön. So gehört sich das. Da kommt Erde wieder rein. Schiff und Dings ist alles gesaved. Hier könnt ihr auch nochmal wieder aufräumen. Why not? Muss ich mal ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu viel... Aber es sieht gut aus. Hier könnt ihr nochmal aufräumen, Jungs. So, wir gehen nochmal wieder. Alles klar, ist hier alles geregelt? Ach, Sauerstoff wollten wir vorhin machen. Genau, darum sind wir hier noch nicht unterwegs. Sie können dann erstmal aufräumen. Das hat einen Grund gehabt. Abend, Iselmelli. So, warst du vorhin schon mal da? Bist du vorhin, warst du die ganze Zeit da? Warum? Warum sagst du denn Abend? Jetzt bin ich gerade verwirrt. Dein Abend hat mich ganz durcheinander gebracht. Ah, jetzt weiß ich wieder, warum ich hier hin wollte. Da. Atembare Gase. Sauerstoff. Hau raus. Hier ist nämlich jede Menge Sauerstoff. Den können sie gleich nehmen. So, hier müsste sich auch jetzt nach und nach... Ah ja, sie müssen den Druck erst aufbauen. Naja, ist okay. Dafür läuft die Elektrolyse. Habe ich genug Wasserstoff. Kann ich mitleben. Da kann ich wirklich mitleben. Hm. Mehr ist ein CO2-Fan, das ist der große Vorteil. Mach den mal wieder zu. Dann lasse ich nur den hier offen. Da fällt der CO2 dann nach und nach einmal ganz schön rein. Den hier. Kann ich ja nicht dicht machen, ne, wenn ich sicher bin. Was den mache ich dicht? Da habe ich meine Ruhe. Da können sie dann... Ah, ich habe Wasserstoff wieder. Sehr schön. Immer her damit. Mit dem guten Stoff. 200 Grad, 130 raus. Freut sich die Dampfturbine. Mehr Strom. Mehr Strom, mehr Sauerstoff, mehr Luft. Alles gegeben. Nächstes dann geht's gut. Hoffentlich gleich. Das checken wir noch. Und dann müsste jetzt eigentlich auch der Strom im Hotroom sein. So. Strom. Okay, Leute.
Es gibt ein paar Dinge, die möchte ich, dass sie sofort erledigt. Und sowas ist wie fucking Strom. Aber... Oh, warte mal. Bist du schon durch? Warten auf Materialien. Achso, ja, weil der immer noch keinen... Könnte bitte jemand diesen zwei Stromkabel hier legen? Wäre sehr verbunden. Dankeschön. Noch ein. Und da tut die Maschine arbeiten. Oder mal Zeit. Ich will, dass der hier unten leer wird. Die 2 Minuten gebe ich noch. Das will ich jetzt gerade sehen. Ach, ich denke, die überleben. Aber ich hoffe, dass sie es nicht tun. Wäre witzig. Was? Was ist das denn? Das ist jetzt ja keine nette Ansage von dir. So. Weg. 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 Der geht rüber, der geht rüber, der kommt hier hin. Der geht da hin. Passt. Endlich saubere Umgebung wieder. Okay, was ich jetzt noch brauche, ist Sand. Heißt, Sand läuft. Wenn ich jetzt dich auf unendlich setze... Oh mein Gott, er nimmt den Sand. Okay, für liebe Leute, warum auch immer. Ich dachte immer, er müsste hier rein. Nein, er muss anscheinend in die verdammte Uhr, ins äußere Feld. We did it. We did it. Okay, das heißt, wir geben gerade dem die 7. Genau das sollte die Maschine ja tun, die ganze Zeit. Warum es nicht getan hat, keine Ahnung. 38 Grad, stabil. Ich mag meine Automatik. Die wirkt komplett konfus, ist aber nicht. Und die sorgt komplett dafür, dass hier immer konstant Petroleum durchläuft. Immer. Nie stillsteht. Die POI ist in der Mitte. Du meinst jetzt hier von der Glasschmiede oder was? Nee, die muss hier vorne sein. An der Seite. Der hat von der anderen Seite eben nicht bestückt. Die Glasschmiede muss hier links an der Seite sein. Alles andere hat ja eben gerade auch nicht hingehauen. Die ganze Zeit. Ist mir auch jetzt über 1000 Zyklen nicht aufgefallen, dass das nicht funktioniert hat. Die Dubs sind immer reingerannt. Und ich hasse es, wenn die Dubs irgendwas automatisieren sollen und dann nicht automatisiert läuft. Das geht gar nicht klar. So, und da kommt jetzt Gas. So, und da kommt jetzt Sand. Sehr schön. Siehst du? Macht der jetzt hier. Hier, Sand. Da muss kein Duplikant kommen, wenn hier Sand ist. Ich habe eine Automation. Alles, was Duplikanten machen sollen, ist hier die verdammten Dinger liefern. Ich mache das doch nicht aus Spaß an der Freude. Das hat ja einen Sinn. Siehst du, geliefert Sand, 60 Kilo. Da, holt sich den Sand raus. So, wie es sollte. Sehr schön. Kann ich den jetzt auf 4 stellen. Wenn sie nichts zu tun haben, sollen sie das machen. Beziehungsweise was? 2. Gar nicht so wichtig. Ich glaube, dass ich noch genug Glas habe. Aber da ging es jetzt um die Logik. Damit konnte ich nicht leben, dass er das die ganze Zeit so macht. So, mussten wir das einfach noch ein bisschen umstellen. Dann kommen hier nachher noch für die Deko 2 Sachen hin. Damit das hier noch durchscheint. Wie ich das hier mache, weiß ich auch noch nicht. So, sehr schön. Guck mal, da haben wir das drin. In der nächsten Folge... Ich schicke jetzt noch... Ihr wisst, was passiert. Wenn der voll ist, schicken wir es rüber. Wir sehen uns in der nächsten. Macht's gut, euer Sly. Ciao.